begleitet uns heute in die Universal Studios in Orlando. Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tag 3 hier in Orlando und für uns geht's heute in die Universal Studios. Ich freue mich sehr. Wir warten tatsächlich schon hier, wir sind schon angekommen. Wir hatten einen super netten Uber-Fahrer. Troy hieß er, ne? Ja. Troy. War nicht Troy Boy. Aus New York. Sehr, sehr nett. Wirklich sehr, sehr netter Fahrer. Der hat uns gut hierher gebracht und jetzt warten wir hier. Denn die Universal Studios, also der andere Park, der hat schon offen ab 8 Uhr. Das Islands of Adventure macht erst um 9 auf und es gibt gerade Early Access, das sind die Hotelgäste, die dürfen dann schon rein. Und unser Plan ist erst in Islands of Adventure reinzugehen. Wir wollen nämlich zuerst zu Hagrid's, weil da mal die Wartezeiten sehr, sehr lang sind. Und dann werden wir den Harry Potter Bereich in Islands of Adventure abspeisen sozusagen. Werden dann mit dem Hogwarts Express rüberfahren und den anderen Park dann komplett machen und dann wieder zurück auf Islands of Adventure, weil der Park tatsächlich länger offen hat. Genau, das ist unser Plan, so grob gesagt. Wir haben heute Expresspässe gebucht und wir haben, glaube ich, inklusive Eintrittskarte und Fastpass sind wir bei 230 Euro für den ganzen Dollar für den ganzen Tag. Also es ist kein günstiger Spaß hier in Universals, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, viele On-Rides werdet ihr hier, oder ich werde gar keine On-Rides sehen können, denn in Universal darf man leider keine On-Rides machen. Aber ich versuche euch trotzdem von außen, so gut es geht, Eindrücke zu vermitteln. Brina war noch bei Guest Relations, hat uns Button geholt. Das ist eigentlich ja auch schon wieder eine Lüge bei mir. Es ist ja nicht mein First Visit. Es ist mein First Visit mit Brina. Ihr hättet mir draufschreiben können, Sekt. Second Visit. Aber damals habe ich keinen Button mir geholt bei Guest Relations und deswegen gibt es ihn jetzt. So, der Park hat eröffnet für alle und wir laufen jetzt Richtung Harry Potter Bereich. Wir wissen noch nicht, ob wir direkt jetzt Hagrid's fahren, weil es sind 120 Minuten angesetzt. Ob es Single Rider gibt oder wir es heute Abend machen. Das heißt, dass wir uns kurz vor Parkschluss anstellen und wir dann damit fahren. Weil hier ist es wie in Disney. Dass man sich, wenn man in der Schlange steht und der Park schließt, man trotzdem noch fahren darf.
Wir sind in Hogsmeade angekommen und hinter mir seht ihr Hogwarts. Das wird unsere erste Attraktion sein, The Forbidden Journey. Ich freue mich drauf. Yes, just think. The next great Wickershire wizard could be walking through this room right now, unaware of their hidden talents, just like Harry Potter. Potter! The boy who lived! Fine witches and wizards. A few, it's true, have strayed to the dark side. Once a young boy named Tom Riddle stood precisely where you stand now. Of course, his case was best known by another name, Lord Voldemort. And after all that rubbish, I'll show you what these benches can really do. I ask you to refrain from interrupting me, young man. You're not even dressed. Go on, man! Wir sind Forbidden Journey gefahren, die Attraktion in Hogwarts selbst. Wie immer, also beim letzten Mal fand ich es schon total toll und jetzt wieder. Es ist ja ein Mix aus Leinwänden und realen Schauplätzen, würde ich mal sagen. Und es kann einem tatsächlich schon schlecht werden, also mir jetzt nicht, aber es gibt Menschen, bei denen es sehr schnell schlecht wird bei der Attraktion. Und tatsächlich für Kinder finde ich es auch sehr gruselig. Also, ja, aber da seht ihr es nochmal. Und dann sind wir auch den Hippogreif-Coaster, ich weiß gar den Namen nicht, von ihm gefahren, der daneben. Und ist ein familienfreundlicher Kinder-Coaster, also nichts Spektakuläres. Also wenn ihr das, habe ich beim letzten Mal auch nicht gemacht, habe ich auch nichts verpasst, wirklich. Ist ganz nett, aber anstellen würde ich mich jetzt wahrscheinlich nicht dafür. Jetzt geht's mit dem Hogwarts Express rüber in die Universal Studios und dann können wir da erstmal alles abgrasen. Ja, hier in den Toiletten in Hogsmeade müsst ihr genauer hinhören, wenn ihr reingeht. Und zwar kann man da die maulende Myrte hören. Direkt am Eingang, glaube ich. Einfach mal genau hinhören und euch ein bisschen Zeit nehmen. Ich liebe diese kleinen Details hier in den Hogwarts-Bereichen oder in den Harry Potter-Bereichen. So, jetzt geht's mit dem Hogwarts Express von Hogsmeade nach King's Cross. Cheaper. Yeah, I mean, the prefab here is already made.
Nochmal zu den Wartezeiten. Also bei Forbidden Journey stand 10 Minuten, bei Hippogreif 20 und jetzt bei Hogwarts Express 10. Nur so als Richtlinie. Wir haben ja den Expresspass, aber Hippogreif hat jetzt 40. Also ihr wollt ja mal die Wartezeiten wissen. Hier waren sie. Wait, how about this one? It's occupied, Harry. Looks like a bunch of first years. Let's keep looking. London angekommen, wie man hier sehen kann. Hier ist das ich kann es gar nicht aussprechen. Die Tube Station. Ich habe gerade einen Sprachfehler. Da ist der Nightbus und wir gehen jetzt hier in die Winkelgasse. Wir fahren jetzt inside the car at all times. You don't want us in here.
Wir sind gerade Escape from Gringotts gefahren und es ist, also man kann es gar nicht in Worte beschreiben, wie geil diese Bahnen hier sind, generell die Harry Potter Bahn. Es ist so ein Mix aus 3D-Ride, Achterbahn, Leinwänden, aber auch realen Schauplätzen. Wie gesagt, ich kann es euch gar nicht beschreiben, wenn ihr das nicht selber mal erlebt habt. Ich liebe es. Ich liebe es einfach hier, den Harry Potter-Bereich. Und jeder Harry Potter-Fan muss einmal in seinem Leben hier nach Orlando kommen. Was mich aber tatsächlich schon beim letzten Mal gestört hat und jetzt schon wieder, ist diese Locker-Situation. Man muss ja immer seine Sachen einschließen. Man hat so wenig Platz und da ist es so eng, weil alle natürlich ihre Sachen einschließen müssen, aber auch wieder rausholen müssen und das nervt mich. Ich habe immer so eine kleine Bauchtasche, die darf ich jetzt zum Beispiel mitnehmen und den Rucksack müssen wir mal einschließen. Before they could cross, however, they found their path blocked by a hooded figure. It was Death, and he felt cheated. Because travelers usually drowned in the river. But Death was cunning. He pretended to congratulate the three brothers upon their magic and said that each had earned a prize for having been clever enough to evade him. The eldest brother, who was a combative man, asked for a wand more powerful than any in existence, a wand that must always win duels for its owner. So Death fashioned him one from an elder tree he grew nearby. Then the second brother, who was an arrogant man, decided that he wanted to humiliate Death still further and asked for the power to recall others from Death. So Death picked up a stone from the riverbank and gave it to him. Finally, Death turned to the third brother, a humble and wise man. He did not trust Death, so he asked for something that would enable him to go forward. So Death took the first brother for his own. Meanwhile, the second brother took the stone and the power to recall the dead and turn it thrice and powerful to the dimension of his delight. Thank you for your time. He once went to marry the woman of Italian death, competing with the force. Und den Harry Potter Bereich hier in London langt, ja, wollte ich gerade sagen. Also ich hätte hier noch Stunden verbringen können, weil es gibt hier so viele Details, auf die man achten kann, aber wir sind ja nur einen Tag hier und deswegen müssen wir jetzt leider weiter. Leider, zum Glück. Rina zu den Simpsons. Rina möchte nur zu den Simpsons. Ich könnte hier noch Stunden verbringen, aber ja, man ist halt, wenn man Harry Potter Fan ist. Aber jetzt erstmal tschüss Winkelgasse. Und ja, jetzt gehen wir mal zu den Simpsons, damit Rina auch happy ist. Hi there! Good night, Bas. How are you? Good, and you? Doing all right. Yeah, from today? I am well. You think so? Just hanging around. Some time till the driver gets back. Ah, yes. Is that the Pick Me Puff? Uns geht es jetzt als nächstes zu Man in Black, Alien Attack. Das bin ich beim letzten Mal auch nicht gefahren. Also hat mich halt nicht wirklich interessierte und ich musste ja damals, ich hatte ja keinen Expresspass und musste Prioritäten setzen. Und die lagen ganz klar bei Harry Potter. Ja, da geht's jetzt rein und ich bin mal gespannt. Und die Wartezeit ist gerade übrigens 15 Minuten. Was war bei Escape from Gringotts? 40, glaube ich. Also wir draußen waren 85, aber es hatte zwischendurch, als wir drin standen, einen technischen Defekt. Und ja. Genau. Ja, jetzt müssen wir wieder die Lockers finden. Ich hasse es. Also, no loose articles. Bauchtasche denke ich schon. Und ich zeige euch mal, wie groß diese Locker sind. Das ist einfach sehr anstrengend immer, dieses Einsperren und Rausholen und so. Also,
Das finde ich tatsächlich nicht gut gelöst. Man geht dann halt zu diesen Lockern und dann scannt man das Ticket und dann muss man da so alles reinquetschen, was man so dabei hat. Carillion Death Ray deactivated. Please return to your normal duties. Ja, wir sind Men in Black gefahren. Ja, brauche ich jetzt nicht schon mal. Ist so eine, ähnlich wie Buzz Lightyear. Man muss so Aliens abschießen und Punkte und so. Ja, habe auch Men in Black nie gesehen. Aber brauche ich jetzt nicht noch mal. War nicht spektakulär. Hier in Universal gibt es diese Refill Mugs und wir haben uns jetzt hier so einen mit Horror Nights geholt. Kostet $20 und man kann sich den ganzen Tag an hier verschiedenen Cola-Stationen, aber Slush Eis ist auch mit drin, überall im Park Getränke auffüllen. Und wenn man jetzt wiederkommen würde, ich komme ja nicht nochmal wieder, aber Brina und Sinan gehen ja zu Horror Nights und dann kostet es knapp $12 dann nochmal für den ganzen Tag. Ja, Prost! Hey, you are now in to arrive to have him to open the door. Was ist im Mickey Markt? Ja, da brauchst du ein Bild. Ja, Brina musste sich jetzt hier bei Bart und Marge an, so heißt sie, ne? Ich habe nicht so viel Simpsons. Die Mutter. Die Mutter. Ich hab nicht so viel Simpsons geguckt. Musste sich jetzt anstellen, natürlich machen wir das. Und ich habe mir jetzt hier so einen ganz kleinen Donut gekauft. Für $10. Brina möchte damit Fotos machen und sie und ich werden ihn dann gleich essen. I like your outfit. Kann man früh vor? A donut. Do you want it? You hungry? You're gonna have lunch in a couple of minutes. Honey, ja, für uns geht es jetzt auf den Simpsons Ride. Ist wohl ein 3D-Ride, den habe ich beim letzten Mal auch nicht gemacht. Bin jetzt sicher, wie gesagt, Simpsons habe ich sehr selten geguckt. Klar, man kennt die Simpsons. Aber der Themenbereich ist auch schon sehr detailgetreu, muss ich sagen. Und freue mich sehr jetzt auf den Simpsons Ride. Dann möchte ich vielleicht Shrek treffen. Das wäre cool. Shrek mag ich. Okay, here is a fun fact. Did you know that this entire park was built by prison convicts? It is true. It is true. Have you cleaned the men's room at the burrito tent? No. This is where we make all the wonder and imagination that fuels our park. Hurry, put on these life vests. Rusty, is this a nuclear reactor? Oh. What do you know about nuclear energy, kid? Leave that to us clowns. Wir sind jetzt runter von dem Simpsons Ride und also das ist nicht meine Attraktion. Also mir ist richtig flau im Magen. Und das habe ich eigentlich sehr, sehr selten. Wie meine ich an California Universal, das ist dauernd so.
Also, so. Nee. Man sitzt halt in so einem Wagen und halt die ganze Zeit so ein Screen vor sich und, oh nee. Oder ich werd halt alt und vertrag nichts mehr. Ja, wir gehen jetzt zum Shrek Meet and Greet. Ich freue mich. Hi. We can't enter, sorry. Right now, yes. Hi Shrek. Hi Donkey. Hi everyone, what's going on, man? How are you today? I'm wonderful. Where are you from? Germany. Wie geht's this evening? Meine Mama ist Donkey. Oh, Ese. Her last name is Sharon. Donkey Sharon. In German it's Esel. Esel? No. Esel? Yeah. Ja, meine Mama ist Esel. So, wir haben jetzt Fiona, Shrek und Donkey getroffen. Also das war ein mega Meet and Greet. Es hat so viel Spaß gemacht, die drei zu treffen. Mega. Eins meiner Highlights hier heute. Und Donkey war so witzig. Und er konnte Deutsch. Wir sind jetzt IT gefahren und es ist eine sehr alte Bahn, so aus den 80ern sieht es so aus, aber sehr nett. Auf jeden Fall richtig cool. Und wen haben wir noch getroffen? Wir haben Nina und Dennis getroffen. Wenn man hier so trifft in Orlando, klein ist die Welt. Wir fahren jetzt eine Runde Transformers. Ich glaube, das bin ich mehr nur gefahren. Weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ich leide unter Gedächtnisschwund bei den Temperaturen hier. Es ist so unangenehm heute. Es ist so schwül und drückend. Es ist einfach anstrengend. Es macht deswegen auch weniger Spaß, wenn es so heiß ist. Also, ich glaube, ich finde die Temperaturen fand ich im Januar ein bisschen angenehmer. War zwar kalt, aber... Rina, möchtest du vielleicht eine Brille mitnehmen? Rina läuft aber bei den Brillen vorbei. Ja, also Transformers, dann Mumie und ich weiß gar nicht, was da jetzt für eine Wartezeit war. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, wir sind jetzt gerade Revenge of the Mummy gefahren. Da tatsächlich ohne Expresspass, sondern über Single Rider. Da gab es den Expresspass nicht. Und ja, das kann ich euch tatsächlich auch empfehlen. Wenn es euch nicht wert ist, den Expresspass zu kaufen, nutzt die Single Rider. Die gibt es fast an jeder Attraktion und da war man definitiv weniger. Wenn ihr damit kein Problem habt, mit anderen Leuten zu fahren. Aber jetzt eben bei Mummy bin ich sogar mit Brina gefahren. Ja, Revenge of the Mummy ist so ein Mix aus langsamer Fahrt am Anfang und dann so eine Art Achterbahn. Fand ich gut. Aber ich muss jetzt mal hier eine Pause machen. Brina und Sinan fahren, zeige ich euch gleich. Also die bin ich auch nicht im Januar gefahren, weil mir das zu krass aussieht. Und ja, ich brauche mal eine Pause. Es ist ein strammes Programm, weil wir ja alles abklappern wollen. Trotz Expresspass ist es stramm. Und eigentlich habe ich mega Hunger und würde gerne was essen, aber so
irgendwie gerade keine Zeit für. Ja. Naja. Irgendwann bekomme ich schon was. Und das Wetter. Also das Wetter macht mich auch total fertig. Es drückt, es ist heiß, es ist unangenehm. Ich schwitze und also ne, das Klima hier ist nichts für mich. Ich muss sagen, da bleibe ich doch, da komme ich lieber nochmal im Januar oder Februar, wenn es so angenehmere Temperaturen sind als jetzt. Tatsächlich. Ich war kurz bei Starbucks und habe uns was zu trinken geholt und habe mir jetzt hier die Universal-Tasse auch noch mitgenommen. Eigentlich wollte ich ja nur die, da ist der Karton runtergefallen, die Disney-Tassen, aber ich finde den Park so toll und ja, habe ich es mitgenommen. Sie hat $18.50 gekostet. Ja, bin ganz happy, obwohl es kein Harry Potter gibt da drauf. Finde ich ein bisschen schade, aber da hätten sie wahrscheinlich IP-Gebühren bezahlen müssen an Warner Brothers. Ja, und die News zum Hurricane überschlagen sich ja tatsächlich und wir haben jetzt gerade die Neuigkeit bekommen, dass Universal morgen und übermorgen geschlossen sein wird und auch Disney nachgezogen hat. Das heißt, zwei Tage werden wir weniger Zeit haben in den Parks. Wir werden morgen im Magic Kingdom und am Donnerstag in Epcot mit unserer Reservierung im Space 220. Ist natürlich sehr schade, aber es ist das Wetter, man kann sich beeinflussen. Wir im Januar halt saukalt hatten, haben wir jetzt halt einen Hurricane. Wir wussten, also wir mussten damit rechnen. Wir sind zur Hurricane-Zeit hingeflogen und es ist immer eine Wahrscheinlichkeit da, so wie man halt im Januar auch kalte Temperaturen haben kann. Wie gesagt, ich sehe das ganz entspannt. Ja, es ist ärgerlich, aber wir müssen das Beste draus machen und so ist es halt jetzt. Wir müssen damit klarkommen, es akzeptieren und ich bin da so ein Mensch. Ich nehme die Situation an, so wie sie ist und mache mir da jetzt keinen Stress oder Panik oder bin jetzt getrübt bist wegen der Stimmung, dann chillen wir halt zwei Tage, können wir Schlaf nachholen, schon mal Videos schneiden oder so. Und vielleicht machen wir ja auch noch einen Vlog, was so abgeht hier während des Hurricanes. Bin mal gespannt. Excuse me. Yes, we are looking for platform 9 3 quarters. We have platforms 9 and 10. And 9 3/4. You being funny? Sorry? Is this like a TikTok thing? What's no? TikTok? We don't have platforms 9, and we have platforms 10. I don't see how you could have 3/4 of a platform. 9 3/4. No? Let us check. Yeah. Do you have express passes? Yes. Yes. You can go find out. Can't eat conjure up some pumpkin pasties. Wrong. Food is the first of the five principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. Do you know what she's talking about? Inspector Patrona! Are you alright, Harry? I'm okay. Okay. That was brilliant. Dementors on the Hogwarts Express? Foul, miserable creatures. Something from the trolley, dear. I'd say you'd earned it. Any shot of frogs? Oh, dear. Best get back to your seats now. I'll try and round up these little runaways. Station.
Wir sind wieder in Hogsmeade angekommen und ja, die Fahrten sind ja tatsächlich unterschiedlich, hin und zurück. Ich liebe es einfach. So, jetzt geht's weiter. Ich glaube, wir gehen jetzt zu Velocicoaster. Auch eine richtig geile Achterbahn. Velocicoaster gefahren und ich liebe diese Bahn. Also jetzt zum zweiten Mal gefahren. Es macht so unglaublich Spaß. Man hat so eine schöne Aussicht. Der Expresspass ging jetzt hier nicht. Single Rider war auch geschlossen und wir mussten das Ganze mal anstellen. Laut der Anzeige 20 Minuten. Ja, wir haben so 15 bis 20 Minuten gewartet. War richtig gut. Also auf jeden Fall nicht entgehen lassen, wenn ihr hier seid. Ja, wir laufen jetzt zu Kong und wir haben uns dazu entschieden, die Wasserbahn sausen zu lassen heute, weil ja, es gibt 3 Stück und man wird hier wirklich klitschnass, bis auf die Unterhose, da hilft auch kein Poncho und haben wir gesagt, aus Zeitgründen und auch, wir haben keine Wechselklamotten dabei und wenn der Poncho nicht mal hilft, dann ja, haben wir gesagt, machen wir nicht, lassen wir. Und genießen die Zeit mit anderen Attraktionen. Ich muss es jetzt nicht haben. Ist zwar warm, aber komplett nass hier jetzt durchzulaufen, habe ich jetzt auch nicht so Lust. Ja, wir laufen jetzt zu Kong und dann Spider-Man. Die zwei hier vorne, die zwei Verliebten wollen Hulk fahren. Da bin ich auch raus, weil ich bin das letzte Mal gefahren und es ruckelt mir einfach zu viel. Das wäre, glaube ich, hier die Wasserbahn. Raptor Encounter. Aber wie gesagt, die überspringen wir. Ist auch anscheinend gerade zu, ich weiß nicht. Naja, wir laufen weiter. Ja, beim letzten Mal war die Attraktion down, als ich mich anstellen wollte oder mich angestellt habe. Jetzt bin ich mal gespannt. Soll eigentlich auch ganz gut sein. It would take a year to catalog. So, hier seht ihr jetzt eine von den Wasserbahnen. Wir laufen jetzt hier durch den Marvel-DC-Bereich. Oder ist es nur Marvel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fahren Brina und Sinan jetzt Spider-Man. Das bin ich beim letzten Mal auch gefahren. Muss ich jetzt nicht nochmal machen. Und danach fahren sie auch Hulk. Da bleibe ich auch außen vor. Da setze ich mich hin und ja, ich habe wieder eine Pause. Also irgendwie ist heute der Wurm drin. Aber wie gesagt, die beiden sind bin ich schon gefahren. Deswegen ist es nicht so schlimm bei Kong. Da bin ich jetzt mitgefahren. Wenn ich gleich sitze, gibt es dazu noch eine Review und ja, sag euch dann auch ein, zwei Sätze dazu. Aber hier die Wartezeiten gerade 10 Minuten. Bei Kong waren es glaube ich 20 oder 25. Also wirklich sehr human heute, was die Wartezeiten angeht. So, also Kong, man sitzt in so einem großen Wagen, habt ihr gesehen, und mit einer 3D-Brille wird so ein bisschen durchgeruckelt. Der Animatronic am Ende von Kong, von King Kong ist natürlich sehr beeindruckend, aber auch ein bisschen gruselig wieder für Kinder. Also
nicht viele Kinderattraktionen, finde ich jetzt persönlich hier in Universal. Aber das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Und ja, ich sitze jetzt hier und warte. Was ich noch sagen wollte, wir hatten ja heute den Fastpass gekauft. Er lohnt sich auf jeden Fall, aber trotzdem schafft man nicht alles an einem Tag. Es ist sehr stramm, wir haben noch nicht wirklich was gegessen. Und ja, vor allem bei den Temperaturen. Aber man schafft trotzdem, auch wenn es jetzt kühler wäre, schafft man nicht alles an einem Tag. Es ist halt viel zu laufen und man muss ja die ganzen Sachen mal einschließen. Das frisst Zeit und ja. Ihr müsst euch dann halt Prioritäten setzen. Solche Shows haben wir gar nicht geguckt. Wir wollen vielleicht später, wenn es dunkel ist, diese Harry Potter Projektionsshow noch gucken. Die will ich sehr gern sehen. Oder ein Hagrid stellen wir uns ja noch an. Aber ja. Ihr müsst euch Prioritäten setzen, schaut, was ihr unbedingt machen wollt und ja, seid nicht traurig, wenn ihr nicht alles schafft. So, wir fahren jetzt The Cat and the Hat oder so. In the Hat. Cat in the Hat. Aufregend. So eine Sitzen- und Gucken-Bahn. Ganz gut zum Runterkommen. Habe ich mir jetzt auch angewöhnt. Hier ist wieder Kühlschranktemperatur. Draußen gefühlt 38.000-50.000 Grad und hier minus 5. So, die nächste Attraktion ist jetzt hier The High in the Sky. Bevor wir dann zurück in den Harry Potter Bereich gehen. Und The Cat in the Hat war ein bisschen verstörend. Und ich kenne Thing 1 und Thing 2 nicht. Oder Ding 1 und Ding 2, wie auch immer diese Zwillinge da heißen. Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt geht es aber rund mit dem Zug fahren und dann geht's zurück nach Hogsmeade. Da freue ich mich wieder drauf. Das ist wieder mein Ding. Oh ne, Treppen. Let's take a ride with the Seuss Alphabet. Well, surely the A's and B's just like you. You might have a few extra ones, too. Now, A is for apple, as everyone knows. Too bad we don't happen to have some of those. But look, we could do that all day. I is for icing on top of a cake. And J is for jumping right into a lake. And he just might throw in his underwear, too. V is for the visitors here on vacation. You will see us from many great nations. W is for why does this ride have to end? We wish to ride more. So please tell us when. And now X, Y, Z, where the rhyming gets tough. So, wir gehen jetzt schnell was essen und zwar bei Three Broomsticks, da war ich ja beim letzten Mal schon essen. Und ja, wir beeilen uns, dann stellen wir uns bei Hagrid's an und dann wollen wir zum Schluss noch die Show gucken. Aber wir fragen nochmal nach, also eigentlich haben sie gesagt 7.45 Uhr und 8.05 Uhr, aber wir fragen gleich nochmal einen Cast-Member. Ja, das ist der Plan. So, wir sind jetzt hier und haben uns was zu essen geholt. Ich habe mich fürs Chicken entschieden mit Mais und ein paar Kartoffeln. Dazu ein heißes Butterbier. Ich habe ja beim letzten Mal das andere probiert. Hat beides zusammen $25 gekostet. Ist jetzt nicht günstig, aber ich muss jetzt was essen. So, jetzt kann ich euch noch ein kurzes Review geben zu Three Broomsticks. Also ich fand es sehr, sehr lecker. War aber ganz schön viel. Und das warme Butterbier hat mir auch sehr gut geschmeckt. Also kann ich beides weiterempfehlen. Ich habe $25 bezahlt für beides, habe ich glaube ich schon erwähnt. Und dann sind wir ganz schnell zu Hagrid's gegangen, alles schnell in den Locker rein und los, weil 50 Minuten Wartezeit angesetzt war. Und wir wollen uns ja eigentlich noch die Hogwarts-Show anschauen. Wir haben uns aber dann für Single Rider entschieden, weil die Schlange offen war. Wir haben nur 10 Minuten gewartet. Wir haben Universal geknackt. Rina sagt, wir haben Universal geknackt. Also richtig gut, ich bin richtig happy, dass wir das auch noch geschafft haben. Heute Morgen 120 Minuten. Gut, wir haben heute Morgen nicht nach Single Rider geguckt und jetzt nur 10 Minuten Single Rider. Richtig gut. Ich bin ja beim letzten Mal schon das Motorrad gefahren und jetzt heute diesen Beiwagen.
Also eine richtig, richtig geile Attraktion. So, und jetzt gucken wir uns noch die Abendshow auf dem Hogwarts-Schloss an. Das ist nämlich tatsächlich eine andere als letztes Mal und deswegen möchte ich die unbedingt noch sehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit zur Show und gehen mal in den Süßigkeitenladen rein. Sie ist ja gerade wie am Zaubern. Ah, go, go. Hast du? Bertie Bots Bohnen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. 13 Dollar. Alter. Schokoladenfrösche, aber in der Dose. 30 Dollar. Woo. Crazy Preise. Masken. Chocolate Ones. 8 Dollar. Hier sind normale Frösche, 3 für 35 und einer für 14. Das war jetzt noch eine ganz, ganz schnelle Runde hier. Ja, das war jetzt noch die Mapping-Show auf Hogwarts zum Schluss. Und ja, es war ein sehr anstrengender, sehr langer Tag, aber auch ein sehr erfolgreicher Tag. Wir haben sehr, sehr viel geschafft. Also ich liebe diesen Park, vor allem halt den Harry Potter-Bereich oder die Bereiche. Es ist natürlich nicht günstig, das kann ich verstehen. Und man muss sich wirklich dreimal überlegen, ob man das viele Geld investieren möchte. Wir gehen jetzt Richtung Ausgang, werden dann noch zu Cinnabon, wie auch immer es ausgesprochen wird, Hard Rock und sowas gehen. Da werde ich euch aber jetzt nicht mitnehmen. Wir werden noch ein bisschen was zum Frühstücken holen, weil ab morgen sind wir ja erstmal im Zimmer und werden gucken, was Hurricane Ian so macht. Bin sehr gespannt. Also die nächsten Tage wird es wahrscheinlich einen Hurricane-Vlog geben, aber den habe ich wahrscheinlich dann schon hochgeladen, wenn es einen gab. Und dann geht es wahrscheinlich dann erst auf Freitag wieder weiter mit Disney-Vlogs. Wir werden sehen, was noch passiert. Und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Was ist dann mit dir falsch, Aldi? Also. Ja, Brina sind wieder irgendwelche Kinder vorgelaufen. Nein, nein, nein. Das war eine erwachsene Frau, die erst meinen Weg von rechts nach links gequert hat und dann hat sie gemerkt, sie ist doch falsch und ohne zu gucken, dreht sie einfach um und läuft mir direkt vor die Füße.
Da war kein Kind. Kinder dürfen sowas. Ja, es war ein langer Tag. Es sind alle müde und erschöpft. Und ja, und? Soll sie trotzdem die Augen aufmachen? Außerdem, guck mal hier links und rechts, die preparen schon für Hurricane. Die haben schon gesehen. Sandsäcke liegen vor den Geschäften. Und so, ja. Wir werden sehen, was passiert. Damit verabschiede ich mich heute bei euch. Ich hoffe, das Video hier über Universal hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder. Ciao!